Schönen guten Morgen zusammen. Ich bin heute unterwegs mit meinem Bulli hier, um den Heckfahrerträger zu besorgen. Da gab es bei eBay Kleinanzeigen so einen schönen Originalteil vom VW für bis zu 4 Fahrräder. Und den schaue ich mir jetzt gleich mal an. Der ist so gute 50 Kilometer von mir entfernt, das ist okay. Ist jetzt kurz vor 9, wie ihr vielleicht sehen könnt. Ich fahre hier entspannt mit meinen 80 Sachen. Und hoffe, das ist ein vernünftiger Fahrradträger, so wie in der Beschreibung. Leider sind die Beschreibungen bei den eBay Kleinanzeigen ja oft nicht so genau. Aber das hörte sich alles sehr gut an. Ich habe mit dem guten Mann auch schon telefoniert. Daher bin ich guter Hoffnung, dass das was wird. Also, bleibt dran und seht, was das Ganze hergibt. Und bei dem Fahrradträger an sich handelt es sich um ein Originalteil von VW. Und der ist wirklich sehr gut. Halt sehr passgenau. Und so sollte es auch sein. Und so sieht der Fahrradträger jetzt aus. Montiert mit meinem Fahrrad drauf, dem Monty. Wer die anderen Videos von mir vielleicht nicht gesehen hat, sondern nur die hier vom Umbau. Ich habe meinem Rad Namen gegeben. Das Auto wird auch irgendeinen bekommen. Naja, jeder wie er es mag, ne? Man hat hier schön diese Gurte zum Fixieren für 4 Fahrräder. Hier vernünftig arretiert das Ganze mit diesen Drehverschlüssen wie bei Thule oder sonstigen auch. Das Ganze in einer sehr guten massiven Ausführung finde ich für, wie gesagt, 4 Fahrräder. Einen habe ich jetzt abmontiert. Das Ganze ist befestigt hier oben mit solchen Platten, die gummiert sind von unten. Da wird der Träger nur eingehangen. Also die Platte ist einzeln, wird drangehangen auf beiden Seiten, rechts neben dem Scharnier bzw. links neben dem Scharnier. Dann wird das Ganze drangehangen. Hier die Füße werden ausgestellt und kommen genau in diese Fahrzeugrille, die dafür vorgesehen ist. Des Weiteren wird es noch unten eingehangen. Da ist auf dem Haken keine Gummierung. Da werde ich mir noch was drauf machen. Aber jetzt für die erste Fahrt bleibt das auf jeden Fall so. Na, das Ganze kann man hier fixieren oder lösen, damit mehr Spannung drauf ist oder auch nicht. Der Vorbesitzer sagte mir, da braucht gar nicht, wer weiß wie viel Druck drauf, das hält auch so. Ich probiere das Ganze einfach und lasse mich überraschen. Die Fahrt ohne Fahrrad funktioniert einwandfrei. Jetzt mit dem Rad drauf fahre ich mal ein etwas längeres Stück, so circa 200 Kilometer zum Steinhuder Meer und werde da auch meine Runden drehen, das zeige ich euch dann auch noch. Aber soweit erstmal zu dem Fahrradträger an sich. Macht's gut, euer Markus.